Und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Wind Waker. Es wird wieder ein Zusammenschnitt werden. Ich habe hier ein paar Rubine gefarmt. Und für diese 500 Rubine will ich mir eine Flasche kaufen. Und wo die Reise hingeht, werde ich euch gleich zeigen. Danach werden wir uns so langsam auf die Triforce-Suche begeben. Aber bevor ich zur Stalaktiteninsel fahre, werde ich erst nochmal meinen Briefkasten checken. Weil wir brauchen ja unbedingt jetzt die Karte für die ganzen Triforce-Stücke, sonst latschen wir ewig in der Gegend rum und ja. Das wäre unpraktisch. Ja, das ist nur Werbung. Werbung wollen wir nicht. Ah, Rubine, danke. Die Werbung war doch nicht so sinnlos. Ein paar Nachnamen. Kannst du knicken. Das mache ich ein andermal. Weil ich brauche jetzt die Rubine. Und zwar wollen wir uns eine Flasche kaufen. Bei der Stalaktiteninsel. Und genau dorthin bewegen wir uns jetzt. Und dann, wenn ich da fertig bin, können wir von mir aus vom Nachname sprechen. Da muss ich aber sowieso kurz nochmal den Rubine farmen. Ja, schon wieder falsch. So, diese Insel war auf C3 und das war, glaube ich, hier oben irgendwo. Mache ich jetzt mal die? Ich hoffe, das war jetzt nicht die Feeninsel, sonst muss ich mich woanders importen. Es war nicht die Feeninsel. Gut, praktisch. Da vorne ist Ichkusk. Da wollen wir nicht hin. Oder Ichkusk, wie auch immer die heißt. Unser Ziel, ja, unser Ziel liegt genau im Norden von hier. Es ist eine kleine Insel, wo wir bereits bei unseren ganzen Itemsuchen bereits mal gewesen sind. So, Ichtusk wird bestimmt später noch eine Bedeutung haben. Und ich melde mich gleich bei der Insel wieder, denn ich werde sowieso gerufen. Bis gleich. So, dort drüben auf der Insel soll es nämlich eine Flasche zu kaufen geben, allerdings nicht in der Insel. Also wo wir waren und die Schatzkarte oder sowas gefunden haben. Was auch immer. Ich glaube, es war ein Herzteil. Nein, wir müssen, glaube ich, zum Händler, der hier draußen herumkauft. Der soll nämlich eine Flasche besitzen. Nein, 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 bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Jetzt bin ich... Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ey, wie dreist ist das denn? Hält ja einfach mal nicht an. Ich fass es ja. Hallo? Ich würde gern was kaufen bei dir, aber wenn du nicht anhältst, dann kann ich das nicht. Muss ich dich erst entern, oder wie? Na ja doch. Man hält an für seine Kunden. Frechheit! Ah ja, du bist das. Und du hast nicht nur das, du hast auch ein Herzteil. Unvermeidbares Verlässe, die ich habe. 500 Rubine.
Klar, dann kaufen wir die. Oh, vielen Dank. Der Kunde ist glücklich. Bin ich auch glücklich. Ein Herz, der offene Preis. Letztes ich hab. Ach du Scheiße, 950. Nee, kannst du vergessen. Damit haben wir noch eine Flasche und ich werde, glaube ich, alle Flaschen brauchen gegen Ganon. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe sie bisher eigentlich kaum benötigt bei den Bossen. Aber ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen und zu den Flaschen greifen. Und ich bin froh, weil ich den Taktstock nie wieder benutzen muss, weil das Ding, ja, geht mir langsam auf die Nerven. So, zurück nach Portemonnaie. Ja, nach Portemonnaie. So, ich werde jetzt erstmal ein paar Rubine farmen gehen, um mir zu gucken, was denn diese mysteriöse Post für 200 Rubine Nachname sein kann. Also bis gleich, wenn ich 200 Rubine habe. Mir fällt gerade ein, jetzt wo wir hier sind, können wir vielleicht noch die vierte Flasche noch erwischen. Weil ich habe nämlich gelesen, dass hier ein Mädchen sich rumtummeln soll, das irgendwas Geheimnisvolles tut. Nämlich die da. Shh. Schleich dich. Okay, du hast irgendwas zu verbergen. Du hast irgendwas zu verbergen. Gut, jetzt müssen wir ganz leise sein. Das darf uns nicht erwischen. Wenn sie uns sieht, dann... ist die Mission gescheitert. Müssen sie im Auge behalten. Sie scheint es noch nicht gesehen zu haben. Ich bin ein bisschen leise, weil ich darf uns nicht erwischen. Versteck dich. Das ist gerade eine random Quest, die wir gerade mal ausführen. Weil wenn das klappt, dann kriegen wir eine Flasche. Und die will ich auf jeden Fall haben. Wo ist sie? Da oben. Nein! Oh, erwischt. Verdammt. Ja, das war's. Gut, das Ganze nochmal, weil diese Flasche will ich mir jetzt holen. Um ihren Preis. Es ist gerade so schön Nacht hier. Das ist sie jetzt weg? Oh nein, sie ist weg. Ach, schade. Verflixt. Scheint weg zu sein. So ein Mist. Gut, Leute, warten wir kurz bis zur nächsten Nacht und versuchen es nochmal. Ich will gerade die vierte Flasche haben. Alles klar soweit, das Mädchen scheint respawned zu sein und ich würde sagen, wir probieren es mal nochmal. Weil die hat eine Flasche für uns. So, gehen wir erstmal weg. Jetzt ist die Quest nämlich aktiviert und wir müssen ja ganz leise folgen, dass sie uns nicht erkennt. Beziehungsweise sieht. Weil wenn sie uns sieht, dann müssen wir respawnen. Also sie und nochmal das Ganze, weil die hat eine Flasche bei sich. Dann habe ich nämlich die Flaschenquest auch abgeschlossen. Und dann, ja, weiß ich gar nicht mehr, was da noch groß war.
glaube, dann haben wir fast alles. Herzcontainer will ich jetzt nicht auch noch extra mich groß auf die Suche begeben. Das sind jetzt, glaube ich, noch zu viele übrig. So, diesmal nicht. Ich weiß jetzt, dass sie da drüben sich umguckt, genau. Was? Hat sie mich jetzt gesehen oder wie? Das geht doch gar nicht, weil da war jetzt bloß eine Katze oder sowas. Nein! Ach, verdammt. Ich wusste nicht, dass die Katze jetzt Bestandteil der Quest gewesen ist. Verdammt! Okay. Müsste jetzt respawnen. Ich will jetzt erstmal die Muster angucken und ja. Das kriege ich schon hin. Das schaffen wir schon, Leute. Das ist hier bloß eine Flaschenquest. Die kann nicht so schwer sein. Komm nochmal, das Ganze. Ich will diese Flasche haben. Ich bin jetzt. Motiviert, das zu schaffen. Ach, Mann. Glück. Ich habe gedacht, das war's wieder. Komm, Waggy, das kriegst du hin. Das ist nicht schwer. Das ist nur eine Flaschenquest. Ah, die Katze macht mich schon manchmal nervös. Also nicht unsere, sondern die Katze, die hier ständig diese komischen Geräusche macht. Und sie irritiert. Ich gehe mal hier unten lang, da siehst du mich nicht. Jetzt warte ich hier kurz. Du bist das Link. Ach so. Du machst die ganze Zeit die Geräusche. Ich glaube, das können wir einfach stehen bleiben. Und die müssen Richtung Tresor laufen. Wo ist sie jetzt? Flixt? Haben wir sie verloren oder wie? Wo ist die hingerannt? Ja, aus den Augen verloren. Aha, das heißt, aus den Augen verlieren dürfen wir es auch nicht, weil ansonsten ist die Quest auch vorbei. Ach, Mendo. Naja, gut. Auf ein neues. Gut, also auch nicht zu weit weg.
entfernen lassen. Das war jetzt knapp. Mich fast gesehen. Na, Link, du bist ja auch schlau. Und du kannst doch sprechen. Traut sich doch einfach nicht. Das ist schon alles. Er traut sich nicht. Schüchterner Junge. Okay, wo rennt sie hin? Okay, darunter. Was macht sie da? Himmel, ich bin nicht erschrocken. Was soll das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du so etwas? Siehst aus, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur ein Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Dann legen wir los. Glaub es oder nicht, aber ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Eines Tages, Sommer, wurde ich von diesem riesigen Vogel Ungetüm in die verwunschene Bastion, diesen schrecklichen Ort verschleppt. Ja klar, wir haben dich gerettet, Mensch. Verschleppt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät in diesem Stand hier. Aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und was sagst du zu meiner Tragödie? Und dann ist auch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie sie das angestellt hat. Da kann man es mir noch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Dann lässt du mich also laufen? Das kann ich leider nicht. Warum nicht? Ja, du hast recht. Ich weiß selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftsrederei ist. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Ab heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Dank dir habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ich bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so etwas nie wieder tun. Puh, ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir jetzt über alles reden konnte und mit seiner Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Und da haben wir die vierte und letzte Flasche des Spiels. Sauber. Und schau doch bitte nicht so zweifelnd. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Ich wünsche, dass mein Herz auch immer so wird. Ha, aber was rede ich da eigentlich? Kaum liegt man in Armut, schon drischt man ungeniert die ausgequetschten Phrasen. Ich sollte mich schämen.
Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater auch Sorgen. Mein kleiner Streiter für Gerechtigkeit, das müsste mir heute wirklich geben. Danke. Danke für alles heute Nacht. Oh yeah, damit haben wir die letzte von 4 Flaschen gefunden. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich werde jetzt erstmal ein paar Rubine farmen und würde sagen, bis zum nächsten Part von The Wind Waker.